So, ich weiß nicht, ob wir das schon so deutlich gesagt haben. Also auf jeden Fall bei den Geräuschaufnahmen, die wunderbar sind. Ne? Besonders die beiden letzten Tage waren wieder sehr schlimm. Da haben wir sehr viel aufgenommen. So, man macht richtig von den Baugerüsten Lärm, wenn wir schlafen. Und sonst ist man leise. Ne? Und sonst beschäftigt man sich so. Also lauten Lärm, ne? Nicht andauernd, aber immer wieder. Und es ist kein Zufall, auch das konnten wir jetzt nachweisen, ne? Das ist alles ein bisschen komisch. Und das sind alles Grüße von der Stadt. Und wir haben es ja vorher schon vermutet, dass es sowieso alles Grüße von der Stadt sind. Also man macht in aller Ruhe weiter organisierten Lärmterror. Und das ist überall gewesen. Jeder arbeitete gegen uns. Ne, Navi? So und so viel Macht hat hier die Stasi nicht. Also das kam nachher auch schön von der Stadt. Was hier schön tief mit drin steckt. Und dann hat man nur noch versucht, immer drauf, immer Falschinformationen, die wir dann überall verbreitet haben, damit wir noch weiter unglaubwürdig werden. So lief es. Ein Glück, dass wir das rausbekommen haben. Und schon relativ schnell, dass ich da auch überhaupt schon Anzeigen gemacht hatte und so, ne? So, alles, was da oben ist, auch die Anzeigen bleiben natürlich gültig. Und wir gehen davon aus, dass man keiner einzigen Anzeige nachgegangen ist. Was eine absolute Frechheit ist. Weil auch, wenn ich einen kleinen haben soll, bricht man natürlich bei uns ein und macht dies und jenes. Das sind so viele andere Sachen, die man gleich sofort erkannt hat, was los ist. Ne? Das ist da einfach so geblieben. Das geht natürlich nicht. Das wollte ich mal sagen. Also, dass man das jetzt extra so macht, dann muss da wohl einer hoch von den Bauarbeitern und dann in der Zeit besonders lauten Lärm produzieren. Ne, weil sie auch noch ziemlich weit weg sind und man schreit jetzt unter unserem Fenster nicht mehr so rum, sondern man lässt da mal was fallen, man haut auch ein bisschen drauf und lernt so mal kurz rum. Auch das haben wir wieder aufgenommen, weil im Moment ist der Hafentunnel gesperrt. Und deshalb werden die Aufnahmen noch besser, weil da keine weiteren Geräusche sind. So und heute Nacht wurde wieder aus der Wohnung unter uns Lärm gemacht. Und aber auch aus der Wohnung über uns. Absichtlich, ne, um zu wecken. Nichts anderes. Gegen uns. Und auch alle anderen Tätigkeiten, diese ganzen Mittäter und Mitläufer, die wir jetzt auch zur Kasse bitten, sind sich da ganz sicher gewesen, weil die haben schon gemerkt, dass es alles über die Stadt ging. Ne? Genau, und wir haben jetzt den Sieg davongetragen. Aber bei dieser Korruption haben wir Probleme, unser Recht zu kriegen, der Nadi. Aber gesiegt haben wir in allen Sachen. Wir haben tatsächlich das Unmögliche geschafft, zusammen mit diesem letzten halben Jahr alles zu beweisen. Alles eindeutig zu beweisen. Was man natürlich nicht wollte. Nein. Wo man sich natürlich total gesträubt hat bei den Behörden und bei der Justiz. So, und wir haben ja auch Glück, dass er noch in Amt und Würden ist. Hier der Chef von Hessen, der steckt da seit mindestens 5 Jahren voll drin und hat auch einige andere Sachen mit gegen uns geleitet, obwohl er das besser wusste. Ne? So. Ich weiß leider nicht, wie er heißt, aber das ist ja das Problem. Eigentlich interessiert uns hier gar nichts. Eigentlich werden wir hier auch nie gelandet. Ne? Was haben wir hiermit zu tun? Wir machen Geld, wir machen viel Geld. Ne? Wir haben viele Firmen und wir bestimmen alles, ne, Nadi? Und natürlich holen wir uns Politiker, die nicht so wollen. Aber dass wir das nun so machen müssen, hätte ich nicht gedacht. Da habe ich keine Lust zu. So, und das muss auch sehr, sehr teuer werden. Dafür wollen wir riesigste Entschädigungen haben, ne? Dass wir das so alles so offenlegen mussten. Dass wir über Sachen reden mussten, über die man einfach nicht redet. So, und dass wir uns auch hier weiter von irgendwelchen Möchtegern-Ärzten, Arrogantus Dumulus, befummeln lassen mussten. Und die noch bestimmt haben, was sie machen.
absolut gegen unseren Willen und wir wissen nichts davon. Und sie dann selbst, obwohl total weltfremd, total medizinisch keine Kenntnisse und unfähig, nennt man das? Ja. Also nur angelernt, weil man sowieso nichts verstanden hat und das macht man in dem Leben. Dann entschieden haben, was richtig ist und was wir denken sollen. So, und davon wussten wir ja gar nichts. Hätten wir da noch nicht eine Information gekriegt. Hätten wir das ja nun wirklich gar nicht gewusst. Da möchte ich mich nochmal bei diesen Informanten bedanken, weil sie gerade bei Informanten sind. Weil jetzt habe ich den Namen von der Frau vergessen, also da, wo wir beim Sozialamt waren und Bertsch und Henning und so, die Chefin, möchte ich mich nochmal bedanken für ihre Informationen. Und dann auch Blumen, ne, Nadi? Bei Herrn Blum, selbstverständlich, möchten wir nicht mehr, dass die beiden angezeigt werden, ermittelt werden, weil wir haben immer gesagt, kriegen wir die richtigen Informationen, sind sie raus. Aber sie wollten extra namentlich genannt werden, weil wir wollten das nicht, weil wir auch Angst haben, ne, weil, dass man denen jetzt was tut. Aber beide wollten namentlich genannt werden und wollten damit ein Zeichen setzen. Ne? Also beide haben Reue gezeigt und haben uns gute Informationen gegeben, die wir inzwischen eingesetzt haben. Aber sie bestanden jetzt nochmal drauf, dass wir sie nennen, was wir hiermit gemacht haben. Möchte mich dann bei beiden nochmal in aller Form bedanken. Ne? Und selbstverständlich wird das auch ihr Schaden nicht sein. Selbstverständlich werden wir ihren Lebensweg weiter verfolgen. Wenn sie mal in Not sind, werden wir auch für sie da sein. Ne? Ich möchte Ihnen jetzt schon erstmal alles Gute wünschen und nochmal recht herzlichen Dank. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.